willkommen zur 8. Expedition von No Man's Sky. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir rein. Und da sind wir wieder und das nächste, was jetzt ansteht, ist erstmal das Erreichen von Treffpunkt Nummer 4. Muss ja hier irgendwo sein. Notfallübertragung. Ja, verstehe. Ah ja, natürlich. Obwohl die Übertragung von atmosphärischen Störungen überlagert und die Aliensprache nur abgehackt übertragen wird, ist eines ganz klar. Diese Lebensform ist in größter Not. Die Übertragung beinhaltet eine Reihe von Koordinaten. So, Notsignalkoordinaten eingeben. Die aufgezeichnete Übertragung mit dem Hologramm wird schwächer, während ich den Kommunikator meines Raumschiffs abschalte. Die Koordinaten sind die eines nahegelegenen Planeten. Das ist natürlich die Quest Ein Planet in Not. Grob übersetzt. Siedlungsquest. Ich brauche aber keine Siedlung. Ich will nur dahin. Ah gut. Oh, ist diesmal sogar auf dem paradiesischen Planet. Ich hätte gewettet, es ist auf dem Eisplanet. Also auf dem boreanischen. Interessant. Hier können wir mal ein bisschen auffüllen. Ja. Ach nee, hier funktioniert das ja nicht. Nur hier läuft's weiter. Okay, ja, wir haben natürlich... Lass mich raten. Natürlich ist es ein Händler. Ja, ja, begeistert plappert der Pilot drauf los. Er ist vor eine lange Zeit durch den Weltraum gereist und war von gewöhnlicher Kommunikation abgeschnitten. Frachterverzeichnis begutachten, wir begutachten und stellen fest. Na komm, wir sind mal nicht so. Das brauchen wir eh. Ja. Er nimmt uns auch unseren Stuff nicht ab. Weiter geht's. Wir haben noch ein Stückchen vor uns, bis wir da ankommen. Mal sehen, ob wir wieder tauchen müssen. Bisschen schwimmi, schwimmi. Egal, wie oft ich mich hier umsehe, das Schiff wird nicht schöner. Naja. Okay. Das ist Eis. Müsste es sein. Verdichtetes Sterneneis. Dieses hier ist die einzige Möglichkeit, außerhalb von der Anomalie und dem Nexus Quecksilber zu farmen, wenn man Glück hat. Man hat eine gewisse Chance, dass es Quecksilber beinhaltet, aber ich sag's gleich so, macht keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn. Denn du kriegst dann sowas wie 20 Quecksilber raus und du hast halt nur eine gewisse Chance, dass erstens das Eis kommt und dann auch nur eine gewisse Chance, dass das Quecksilber in sich hat. Das hier hat jetzt zum Beispiel Uran. Also macht an sich keinen Sinn. Für mich ist jetzt ganz schön, weil jetzt habe ich mehr als genug Uran für die ganze Expedition. Nur mal so nebenbei. So, wo landen wir? Oh, doch, es könnte Tauchgang werden. Schreit nach einem Tauchgang. Lande ich da drüben, damit ich meine Ruhe habe? Ich glaube ja.
Ist das flach genug, dass ich da landen kann? Wohl eher nein. Es ist nicht flach genug, damit ich da landen kann. Das nächstgelegenste ist dann das da. Reicht mir das? Nee. Hätte ich auch nicht gedacht, das wäre hart gewesen. Hätte das gereicht. Landen wir eben hier. Schön ist es hier. Tausend Uhr in die Richtung. Okay. Wir haben ja schon gebaut und dürften haben. Ich kann es aber nicht rufen. Warum kann ich es nicht rufen, obwohl ich nicht im Besitz? Das ist ja Quatsch. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Das ist blöd. Ich hätte irgendwo das Ding stehen lassen müssen, ne? Was fehlt mir? Kristallsulfid und Salz. Mhm. Dachte ich mir irgendwie. Da, Salz. Danke. Habe ich genug? 110, ich habe genug. Okay. Kristallsulfid. Was ist denn das da? Verschüttetes Relikt. Ha. Wenn hier jetzt kein Kristallsulfid ist, bin ich am Arsch. War flacher als ich dachte. Da ist Kristallsulfid, aber ich brauche da noch ein zweites. Natürlich ist das ein grauenhaus, ein verlockendes Exemplar. Könnt ihr ja fies sein und euch mal zeigen, was dieses verlockende Exemplar macht. Da ich jetzt relativ am Rand bin, könnte das sogar funktionieren. Macht mal Platz. Aua! Bin ich jetzt gerade... Okay. Ich habe den gerade getötet. Bisschen Abstand. Wenn das Ding ausbricht, möchte man da nicht dran sein. So, Kristallsulfid gibt es davon immer nur drei. Das ist immer ein bisschen... Naja, wenig. So, mal sehen, ob ich instant das Richtige kriege. Wegen dem da, dem dicken Fisch. Kriege ich den überhaupt tot? Mit dem Laser einfach weggebrutzelt? Stirb, bitte. Jawohl. Mir geht gerade ein bisschen die Luft aus.
So. Das ist halt ein verlockendes Exemplar. Es ist verlockend, aber ist, naja. Es ist aggressiv. Ist zwar auch nicht das schnellste verlockende Exemplar, aber naja, vorsichtig sollte man trotzdem sein. Verdammt. Ich brauche noch ein Kristallsulfid hier irgendwo her. Da. 60 U. Hm, na klar. Ich sollte nicht genau drauf zu. Okay. Es spuckt gleich. Ja, ja. Ich will nur das Kristallsulfid. So. Wieder an Land. Und dann können wir mal schwimmen gehen. Ah, Schild lädt sich wieder auf. Alles gut. So. Da ich in die Richtung muss, ballern wir das natürlich hier irgendwo ins Wasser. Das habe ich ja alles, ne? Genau. Ich kann nicht anders, ich muss es anders einfärben. So. Schön. Keine Scanner-Technologie installiert, natürlich. Mich würde aber mal interessieren, erstmal hier, dieses gute Stück. Kommt mal einfach in Anzug. Hochleistungssonar. Noch mehr Kristallsulfid und Dingsbums. Das würde mich nämlich interessieren. Solarspiegel. Kriege ich einen Solarspiegel einfach mal so gebaut? Nee, weil ich die Blaupause nicht dafür habe. Okay, muss ich bei Gelegenheit dran denken. Ja, 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 ja. Kommen wir nicht damit. Du sollst mir das auch nicht anpinnen. Richtung dürfte stimmen ungefähr. Ungefähr in die Richtung, also noch ein klein nach rechts. Okay. So. Tauchen wir ein Stück. Dum, 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 dum. Das Kristallsulfid. Das nehme ich mal schnell mit. Wenn ich den Scanner da einbauen will, werde ich das brauchen. Drei Stück davon. Danke. 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 Wir können ja mal das hier auch mal... Das jetzt komplett gedreht? Ich glaube ja. Au. Da war was im Weg. Könnte es sein, dass es da drüben ist? Ich gehe mal schwer davon aus. Ja, das sieht wieder wie eine Fracht aus. Okay. Das wird dann der gesuchte Treffpunkt sein, gehe ich von aus.
Meilenstein abgeschlossen. Treffen 4. Vierten Treffpunkt erreicht. Sehr schön. Gucken wir uns wieder das Bällchen an. Wir gucken uns wieder das Bällchen an. Gehört zwar nicht wirklich zu der Story, aber die Storys sind eigentlich immer ganz cool. So, diese Mini-Mini-Geschichtchen. So. Protokoll ihr wisst schon, beschädigt. Patch läuft. Protokoll lesen. Mir gefällt das nicht. Gezwungen, Gag-Unterschlupf zu gewähren. Für eine sichere Reise durch die Sterne. Ich reiche eine Beschwerde ein. Dann wollen wir... Wir sind auf die Überreste der Vaikin-Expeditionstruppen gestoßen. Ihre Schiffe wurden dezimiert. Fleisch und Stahl schweben durch das Asteroidenfeld. Die Wächter scannen ihre Trümmer. Wir ziehen schnell weiter. Ich weigere mich, meine Crew um weiterzuführen. Ihr hättet mir sagen sollen, warum wir das tun. Warum? Es gibt keine Hoffnung, oder? Soweit dazu. Damit haben wir den Treffpunkt auch erreicht. Wo ist denn jetzt mein... Bin ich blind oder... Oh, da. Der Nautilon ist ziemlich klein. Man kann ihn schnell mal übersehen. So, jetzt will ich eigentlich zu meinem Schiff zurück. Da. Da, ich wollen hin. Au. Ah, hier hätte es ganz viel Kristallsulfid gegeben. Okay, ja, aber ich brauche es halt nicht. Nur das, was ich einstecken habe. Ah. Unter Wasser ist nicht so laut. So. Zeug nehme ich wieder mit. Ich sollte es bloß diesmal aufheben für den Fall, ich brauche es nochmal an Treffpunkt Nummer 5. Gut. Damit haben wir das. Expeditionsbelohnung erhalten, Treffen 4, Naniten, Fregattenmodul, Inventarplätze, Erweiterungsplatz fürs Multitool. So, das kommt natürlich wieder in die Fracht. Genau. Ach, und sogar ein Frachtshot. Okay. Kann ich mit umgehen. So. Das haben wir. Das haben wir. So. Abgestürztes Schiff finden. Ja, das kann man so nebenbei machen. Okay. Hier hat man noch die Piloten engagieren. Kann man aber auch erstmal weiterfliegen. Ich würde das Geld lieber erstmal, bevor ich Geld ausgebe, einsetzen. Bis zu Treffpunkt 5 zumindest. Also bis zum letzten Treffpunkt. Sollte ich auch, glaube ich, jetzt ansteuern. Auf dem Weg halt gucken in jedem System. Ob wir da noch Geld machen können. Einfach durch Handel. Da brauche ich nichts in irgendeiner Weise extra tun. An was hapert's denn? Verdichteter Kohlenstoff. Habe ich denn noch Kohlenstoff? Ich habe fleischige Stücke. Aha. Weg damit. Das Mordit kann auch weg. Den Hadalkern, na, den kann man verkaufen. Da ist noch mehr Kristallsulfid.
gut. 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 Da habe ich das Wichtige schon mal da, wo es hingehört. Gesichert. Okay. Tritium. Raumschiff. Der wird verkauft. Zytosophat. Na, weg damit. Die Kreaturen googeln. Ja, die werde ich wohl nicht mehr brauchen. Hm. Ab in den Nautilon damit. Genau. Das können wir schon mal einbauen. Solarspiegel. Ich weiß noch nicht, ob ich es überhaupt brauchen werde, das so nah, aber möglicherweise wegen ein abgestürztes Wrack finden. Die gibt es nämlich auch unter Wasser natürlich. Und falls ich die so über Karten nicht finden werde, dann... Achso, halt. Ich wollte ja nochmal gucken. Wenn ich über Karten nicht finde... Hui. Dann werde ich es unter Wasser mit dem Sonar probieren. Kommen ja natürlich übel Frachter an. War ja irgendwie klar, ne? Gut, dass meiner hier wenigstens schon steht in der Nähe, dass ich den noch rangeholt habe. Komm rein da, komm, komm, greif, greif. Er greift nicht. Ich bin zu steil angeflogen. Zu eng. Komm jetzt aber. Ja. Sehr gut. Sehr gut. So. Sind wir wieder zurück auf dem Frachter. Ich brauche verdichteten Kohlenstoff auf jeden Fall. Deswegen werde ich direkt mal meinen Kohlenstoff da reinzaubern. Da. 200 Verdichteten ist jetzt auch nicht viel, muss ich mal so ganz ehrlich so sagen. So, den Hadal-Kern verkaufen. Weg mit dir. Den Rest behalte ich. Fürs Erste. Gut. Auf dem Schiff dürfte auch nicht sein. Zumindest nicht zum Verkaufen. Gut. Okay, das Schiff will ich natürlich frei halten. Das kommt auf den Frachter. Das kommt nicht auf den Frachter. Das kommt in den Lagerbehälter. Okay. Haben wir hier noch was? Borgenes Fregattenmodul kommt in den Laderaum. Multiwerkzeug, warum auch immer mir das angezeigt wird, ist aber nicht relevant. Den Mist kann ich, glaube ich, verkaufen. Packen wir mal in Anzug. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine Station rein. Treibstoff haben wir noch und dies haben wir noch. Ah ja. Das hier packen wir mal in den Lagerbehälter und das hier würde ich aus dem Lagerbehälter holen. So. Ja. Da ich auf jeden Fall noch einen Sprung machen kann, wenn ich das so richtig im Kopf habe, würde ich den jetzt auch noch machen.
Ich habe keinen Treibstoff. Okay. Dann eben nicht. Dann stellen wir erstmal Treibstoff her. So, was brauche ich dafür? Hier brauche ich Sauerstoff und Ferrit und hier brauche ich... Okay. Wie viele kriege ich da raus? 3. Liegt am chromatischen Metall, dass ich nicht mehr als 3 kriege. Oh, das ist Kupfer. Machen wir mal wieder die Hälfte. Kriege ich zumindest noch mal ein bisschen was raus. Aber das reicht nur für... Nee, das reicht natürlich. Das reicht für ein paar. Okay. Hier kann ich nur 4 bauen. Dann geht mir der Ferritstaub. Ja. Ist dann alle. Gut. Frachter. Guck ich nochmal schnell. Habt ihr was für mich in der Richtung? Ferritstaub. Ja, 68 ist jetzt nicht viel. Und sonst auch nur so, Solarspiegel wäre ganz nett gewesen. So. Dann kann ich hier noch so ein Kühlerchen bauen und dann kann ich hier noch so einbauen und dann packen wir das in den Frachter. Und wo ist der Antrieb? Da, der schön leer ist. Bap. Haben wir entspannte 8 Sprünge. Damit sollten wir auf jeden Fall was reißen können. So, zack. Nächste Station, Wiedelhai. Und da sind wir auch schon in Wiedelhai oder Fiedelhai oder wie auch immer ihr es gerne hättet. So, Standardaktion. Push the button. Aha. Grünender Planet. Grünende können auch immer sehr schön sein. Planet mit geringer Atmosphäre. Die machen echt Spaß. Aber so als die Beschreibung habe ich die noch nicht gesehen. Meistens sind es dann irgendwie Mond dies oder toter Mond oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber Planet mit geringer Atmosphäre. Direkt so beschrieben. Als Planetentyp. Kenne ich auch noch nicht. Metallurgischer Planet. Metallurgisch, das könnte ein Anomalieplanet sein tatsächlich. Ja, ein Tier. Was wir in der letzten, ja in der letzten hatten mit diesen Hexagon-Gittern über den ganzen Planet, das ist so einer. Aber wir sind am Ende der Folge angelangt. Also, danke ich vielmals fürs Zuschauen und weiter dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao.